Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten Let's Play von Oddworld Apes Odyssey, Oddworld New and Tasty, so heißt es. Hier in der Sitzung, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich bin hier gerade in einer verzwickten Lage und muss versuchen, mich hier intelligent durchzuschleichen. Ich habe auch schon eine grobe Idee, wie. Und zwar, wenn der unten links hier ist. Unter mir steht, wollte ich sagen. Kann ich mich doch bestimmt an ihm vorbeischleichen. Aber so ganz einfach, wie es sich in der Theorie anhört, ist das hast du scheinbar nicht. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen mehr Geduld aufbringen an der Stelle. Quietsch, quietsch. Oh, da stand ich wohl nicht optimal hier im Qualm. Kritisch. Komisch. Jetzt gelingen mir die Sachen hier vorne auch nicht mehr. Das ging alles schon mal besser. So, jetzt nochmal. Hier reinschleichen, bitte. Und dann weiterschleichen zum nächsten. Okay, also wenn man richtig Glück hat, dann kann man es durchaus auch ein zweites Mal versuchen. Und die haben echt gute Ohren, muss man mal so sagen. Ich habe mich gerade nur ein minimales Stück ohne Schleichen bewegt. Also wenn ich ihn nicht sehe, ist die Gefahr keineswegs gebannt. Aber wenn ich dann loslaufe, sieht mich der andere. Ich kann mich natürlich noch ducken. Um hier weder gehört noch gesehen zu werden. Das wäre eine Möglichkeit, glaube ich. Okay, das probieren wir mal. Das heißt, wenn der gerade weggeht, stellen wir uns mal hier vorne hin. Okay. Hat er mich jetzt gesehen, weil ich mich bewegt habe? Das probiere ich gleich nochmal. Oder hat er mich... Hätte der mich nicht gesehen, wenn ich im Ducken still gestanden hätte? Haha, also mich nicht bewegt hätte? Das wäre mal interessant zu wissen. Also ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass das Ducken relativ gut funktioniert. Vielleicht muss ich das in Kauf nehmen. Ja, nee, kann man noch nicht so eindeutig sagen. Da muss ich noch ein, zwei Mal sterben, um das rauszufinden. Ob das jetzt hier am Rennen lag. Also, geduckt. Geduckt vorwärts bewegen ist auch echt langsam. Also, da ist hier bei den zeitkritischen Dingen, glaube ich, nicht so einfach möglich. Das war leider auch nicht erfolgreich. So, jetzt nochmal. Give me Choco. Kein Problem. Also schleichen kann ich schon direkt, wenn der quasi gerade da ist. Aber wenn ich springe und lande, das hört er. Aber so wahnsinnig viel Zeit ist auch gar nicht. Wenn er nach rechts läuft, dreht er sich relativ schnell wieder um. Also es gibt eigentlich nur einen perfekten Moment, um hier loszulaufen. Das ist der, wenn der losläuft. Das sieht er nicht, aber ich kann mich ja hier schlecht hinten hinstellen, oder? Ich glaube, das sollten wir nochmal versuchen. Ah.
Ich meine, was bleibt uns auch übrig? What? So, das sieht er jetzt auf die Entfernung schon. Aber wenn der mal nach rechts geht, versuche ich mal an die Kante zu schleichen, mich zu ducken, in der Hoffnung. Dass ich hier ein bisschen Zeit habe. Nee, nee. Okay, also geduckt, stillstehen nutzt auch nichts. Ja, dann müssen wir es echt übers Timing machen. Darf ich dann tatsächlich auch erst losgehen? Wenn der nicht mehr guckt. Okay, dann muss es ja auch zeitlich irgendwie zusammenpassen, sag ich mal. Dann müssen die ja so abgestimmt sein, dass der eine losläuft und ich loslaufe und der andere losläuft und ich dann da schnell hinkomme. Ich vermute mal ganz stark, ich muss wahrscheinlich laufen und springen, aber... das war zu früh. Das können wir schon mal festhalten. Das war auf jeden Fall zu früh. Jetzt haben wir noch eine unendliche Anzahl an anderen Timing-Varianten, von denen hoffentlich eine funktioniert. Ah, wie anmutig sich sein Bart vor dem dunklen Nachthimmel bewegt. Sehr schön. Wirklich formschön, kann man sagen. Wow, okay. Und ich muss jetzt quasi hier nach unten. Meine Güte, was für eine schwere Geburt, sagt man so schön, ne? Okay, wir springen hier runter und die Mine, ich weiß gar nicht, die blinkt. Erwischt die mich auch, wenn ich... stillstehe? Wahrscheinlich. Ich glaube, die Minen kommen nur zu mir, wenn ich diese Gates berühre, während ich mich bewege. Aber ich glaube, die sind immer tödlich, egal ob ich die Gates berührt habe oder nicht. Das heißt, ich muss wahrscheinlich kriechen. Und da hinten muss ich auch noch schleichen. Und hier muss ich auch noch springen. Ach du meine Nase. Und mich ducken. Okay. Also wir probieren das mal. Nee, also schnell gehen muss es ja auch nicht. So, dann gehen wir erstmal hier runter. Okay, da haben wir wieder eine Ecke zu kurz gedacht. Aber das Prinzip funktioniert. Ich muss dann wahrscheinlich nur ganz, ganz, ganz langsam. Spring ruhig. So. Rüber, runter. So, und jetzt. Wir kommen hier ein bisschen Weg. Das ist sicher, das ist wichtig. Wir holen dafür sicher auch Verstärkung. Ich kann mir nicht helfen, wenn die so schimpfen. Das sieht aus, als würden sie sich über mich lustig machen. Das habe ich ja gern. So, jetzt nochmal. Runter. Springen. Ducken. Also gut, hier an der Stelle ist es gerade ein bisschen schwierig. Aber scheint zu funktionieren. Dann schleichen wir uns mal hier an dem Schlafenden vorbei.
Okay, oh, ihr merkt immer, wenn ich ruhig werde, ist es gerade ein bisschen anstrengender. So. Okay, da unten ist irgendwas. Ein schlafendes Etwas, aber da scheint es unten rechts weiterzugehen. Das probieren wir doch gleich nochmal aus, wo es da unten hingeht. Ich glaube, er hatte bisher auch noch kein Problem mit Höhen. Nein, nur mit dem tiefen Fall. Ha, 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 ha. So. Oh, nee. So. Das war zu langsam. Aber hübsche Explosion, muss man wirklich sagen. So, wenn ich jetzt nach unten gehe. Okay. Nochmal nach unten gehe. Habe ich den geweckt? So, legt er sich wieder schlafen jetzt oder? Nicht ohne mich vorher zu erschießen. Wobei sich die Frage stellt, wenn ich hier nicht runterfallen darf. Wie komme ich dann an dem vorbei? Also rein theoretisch, auch wenn das jetzt nur ein Zusatzlevel zu sein scheint. Erstmal das hier. Ja, es ist mir jetzt gerade ein Rätsel. Aber vielleicht kommt das irgendwie später nochmal. Ah, ja. Da habe ich doch glatt die Minen übersehen. Das sind ja aber wieder echt fiese Kombinationen hier. Meine Güte, meine Güte. Also, wie man mit mal eben schnell durchspringen, ist auch nicht so, ne? Okay. Also wenn die verschwinden, muss ich ihr ein bisschen entgegenrollen, damit mich der hier nicht mehr nervt. Ah, sind auch zwei Minen nebeneinander. Okay. Also ducken gilt auch als bewegen. Das ist eine gute Information. So, jetzt wäre meine Chance, hier rüber zu springen. Und dann die Hoffnung. Das war nicht die Hoffnung, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon mal wieder ziemlich knackig hier, muss man so sagen. Aber das ist dann wohl auch der Reiz, um hier die Level zu bestehen, quasi 25 Anläufe zu brauchen. Und am Ende dann besonders glücklich zu werden. Oh, drei Minen. Okay. Ich glaube, das Timing habe ich, glaube ich, schon geschaut. Und zwar, wenn der da hinten ist. Aber das Doing noch nicht wirklich. So, okay, uiuiui.
Gut, dann wäre das jetzt auch erledigt. Jetzt ist die Frage, was nun? Er ist jetzt dort rechts. Bleibt er auch da rechts oder kommt er wieder? Weil ich habe jetzt natürlich hier auch nach dem schweren Ding keinen Speicherpunkt. Also jetzt habe ich eine Weile Ruhe. Dachte ich. Okay, den nächsten Versuch in dieser Richtung unternehmen wir dann in der nächsten Session. Diese hier ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn das heißt Sitzung spielt Ort wird New and Tasty hier in Let's Play. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.